Alter, Tobi, komm mal zu mir. Ich bin sofort da. Ich will nur das Holz, was ich gerade gefällt habe, nicht irgendwie vergessen. Bin sofort bei dir. Und dann wäre es mal ganz cool zu wissen, ob es irgendwie eine Karte in dem Game gibt, weil das würde irgendwie ein bisschen helfen. Wo bist denn du? Landen. Das für Geräusche. Weiß nicht. Ich habe gerade ein paar Sachen umgehauen, vielleicht hast du mich gehört. Ich bin zu weit weg. Ich höre jedes Mal irgendwie extra rascheln hinter mir. Wo bist denn du? Hä? Was ist denn das? Alter, wo bist du denn? Ist ein Krater oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ist hier ein Komet abgestürzt? Hörst du das Geräusch? Dieses. Wow! Zu mir, zu mir, zu mir, zu mir, zu mir, zu mir. Ich verstehe, also A, wo ist der gerade hergekommen? Wenn man das mal wüsste, ne? Also der ist gerade bei mir gefühlt so wirklich aufgetaucht. Ich muss das später mal in der Aufnahme mal wirklich anschauen. Also ich laufe gerade links rum. Hier wird halt auch dieser Herzschlag irgendwie leiser. Ich weiß nicht, ob das ein Herzschlag ist oder ob da vielleicht irgendein noch größeres Vieh. Ich habe ja keine Ahnung. Also Also es sieht halt von hier so aus, als ob da so ein Höhleneingang oder so ist. Wenn du mal herkommst. sofort. Ich bin gerade dabei, Vögel abzufackeln, die sich die ganze Zeit auf den verbrannten Typen draufsetzen. Hier ist ein bisschen Fleisch, wenn du möchtest. Weil die Sache ist, wir könnten halt vielleicht wirklich darunter. Weil das sieht für mich aus wie so eine Höhlenspalte, wo man da reinklettern kann. Du, ganz ehrlich, das sieht für mich aus, als würde man dem Endboss direkt in die Arme reinfallen. Also wenn irgendwas nach Endboss riecht, dann das. Weil da ganz hinten siehst du, wo wir gerade standen, da ist halt, glaube ich, so ein Loch, wo man auch reinklettern kann. Wenn ich eins nicht sehe, dann irgendwelche Löcher. So, Karte. Wah, Hier wah, wah. ist ein Zelt. Hier ist auch ein Eingang zu irgendwas. Da sind noch mehr Zelte. Weil hier ist halt auch ein Riesensee. Hätten wir hier hingehen sollen? Nein. Jetzt sind wir da, wo wir sind. Wollen wir hier einklettern? Tobi, 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 hinter dir. Hast du ihm gerade einen Headshot gegeben? Natürlich hast du das. Wollen wir hier rein? Können wir machen? Dann schauen wir mal, was da auf uns wartet. Jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Lass uns mal in das Loch gucken, ey. Weißt du, erst passiert eine Weile gar nichts, stundenlang nur Aufnahmen, wie wir versuchen, Holzstämme rumzuschleppen und jetzt auf einmal zwei Höhlen hintereinander. Ja, so ist das manchmal. Also ich werde mir auf jeden Fall noch so eine Mutantenrüstung, glaube ich, oder so herstellen müssen. Was für eine Oder Rüstung? Skelettenrüstung. Ich hatte vorhin mir so eine Mutantenrüstung hergestellt, da wo ich das Ding abgezogen habe. Hier geht es halt jetzt noch weiter runter. Es ist auch sehr einladend, wenn hier überall Schädel rumliegen. Klar, wie zu Hause, oder nicht? Ja, klar, klar. Wer kennt das nicht? Ist Kommst nach es Hause, bei dir nicht so? überall liegen Schädel rum, denkst du so, boah, nicht schon wieder. Das bereitet mir jetzt schon wieder Da hat die Kopfzerbrechen. Frau schon wieder gekocht. Es gibt Kopfsalat.
Was ist denn das für ein Geräusch? Wasser? Geht noch weiter runter. Wir klettern jetzt, glaube ich, in den Krater. Das kann bestimmt sogar so sein. Eigentlich müsste einer oben stehen bleiben und sagen, hey, nee, da kommen jetzt ganz viele angerannt, kletter mal wieder hoch. Da unten ist doch irgendwas. Mhm. Aber ich sehe halt nichts. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das hier irgendwie nichts wird, wenn du keine Lampe hast, oder? Ist ein bisschen kalt. Ich sehe nichts. Ich sehe auch nichts. Alter. Kann ich dir denn irgendwie so leuchten? Wo sind wir denn jetzt? Ja gut, das bringt irgendwie nichts. Ich glaube, unser Equipment ist dafür nicht gut genug, weil ich sehe halt dann nichts mehr, wenn wir da runtergehen. Oder ist das sogar was zum Aufheben da unten? Das ist eine Lampe. Dann können wir die aufheben? Weiß ich nicht. Das ist jetzt immer quatschig. Also die Sache ist, wir können die halt, weiß ich nicht herumschieben. Also wir können die herumschieben. Ja. Aber nicht aufheben. Aber halt nicht aufheben. Ich weiß, ich hatte, glaube ich, irgendwo mal in meinem alten Equipment, du kannst mir mal oben links oder so schauen, dazu, glaube ich, so Druckluft oder so Wasserflaschen. Ja, aber das bringt mir jetzt erstmal in dem Sinne nichts, weil wir jetzt Licht bräuchten. Wollen wir da hochklettern? Ich sehe halt nichts. Ja, dann let's go. Ich wüsste jetzt nicht, wo wir... Das gibt's doch nicht. Was denn? Nichts. Erfroren? Nein. Wie, ich bin ins Lagerfeuer gelaufen. Was? Als siehst du denn schon wieder... Ich habe ein Lagerfeuer angemacht. Das habe ich jetzt auch gemerkt, ja. So ein Käse. Gut, es wäre also von Vorteil, wenn wir irgendwo eine Höhle finden würden, die vielleicht mal so, weiß ich nicht, eine Taschenlampe oder so hätte, vielleicht? Ja, aber diese... Das wäre genau die Frage, mit wo finden wir denn eine Taschenlampe? Oder können wir irgendwie eine Taschenlampe bauen? Können wir, also wir müssten ja jetzt gleich, Taschenlampe bräuchte ja auf jeden Fall Schaltkreise. Die haben wir ja schon irgendwo gefunden. Fakt ist einfach nur, mit dem Feuerzeug siehst du halt nichts. Wenn du in irgendwas reintauchst, ist es halt aus, logischerweise. Ja, das ist mir ja auch alles verständlich. Deswegen ist ja gerade die Überlegung, du kannst ja, wenn du es übers Zahnrad gehst, kannst du ja sehen, was du damit bauen kannst. Achso, die Frage wäre, ob wir eine Taschenlampe bauen können. Die läuft dann wahrscheinlich auf Batterien, ha? Es gibt ja Batterien auch. Ja. Oder müsste Batterien mal reinlegen und schauen, was Batterien dann im Endeffekt... Nee, Schaltkreise sind nur für Sprengstoff. Ah, das bist du, okay. Warte mal, ich kann jetzt hier kurz was machen. Da hinten ist irgendwo einer. Wo genau? Hinter dir? Genau, wenn du jetzt gerade auslaufen würdest, da am Wasser hinten. Wir warten jetzt erstmal kurz, bis der hier abgefackelt ist, weil dann gibt der nämlich Knochen und so. Gibt es denn keine Karte, Alter? Das ist ja... Hier irgendwo. Muss man vielleicht erstmal finden. Also da hinten sind, glaube ich, diese Hütten, wo du hin wolltest. Wo?
Was? Wann? Wer? Wie? So, ich hab alles. Sehr gut. Da am Strand ist ein Vieh. Stimmt, jetzt laufen wir zu unserem... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier kann man speichern. Das ist auch gar nicht mal so schlecht, die Idee. Confirm. Sollen wir ihn liegen lassen? Oh. Netter Hintern. Wir können sonst die anderen noch anlocken. Hier waren ja noch andere und dann können wir die alle gemeinsam abfackeln für die Knochen. Das könnten wir tun, ja. Müssen wir die bloß wieder zurückholen irgendwie. Weil da hinten laufen zwei, drei. Oh je. Was hat der? Also das ist irgendein... Warte, dann nehme ich den schon mal mit. Mhm. Hier ist auch irgendein Dorf, Tobi. Stimmt, da war ich glaube ich schon mal. Und hinter uns laufen jetzt auch schon ein paar. Wollen wir die nicht einfach ins Dorf tragen? Nimm mal den anderen mit. Können wir nebenbei das Dorf schon mal kunden. Es wird dunkel, kann jetzt sein. Ich glaube auch. Wir sind draußen. Aber guck mal, warte. Der hier hat sowas wie eine Lampe. Ich muss ganz kurz schauen. Hier kann man auch speichern. Ich glaube, hier war aber auch irgendwo nochmal ein Topf oder ein Riegel oder so. Ja, Riegel. Weil der hier hat sowas wie eine Lampe. Ich verstehe aber halt nicht. Hier ist ein Riegel. Hier. Hast du ihn? Ja. Den futter ich direkt. Ich futter direkt zwei. So, ich muss auch wieder ein bisschen Stoff sammeln, weil das habe ich jetzt für die Molotovs rausgeballert. Aber hier ist halt nicht viel. Hier oben sind Seile, wenn du hier reinkommst. Hier oben, an der Decke. Hab. Kann ich die Lampe haben, bitte? Ja, das war auch mein Gedanke gerade. Kann ich haben? Danke, danke. Warte. Ich würde den Kopf einfach abschlagen und den Kopf dann auch selber tragen. Nein? Okay. Dann halt nicht. So, was machen wir jetzt? Wollen wir, warte, psch, psch, psch. Ich war der Meinung, ich hätte gerade was gehört. Ja, mich. Nein, nein, das war so ein Brrrr. Voll mich unterbrochen hast. Hä? Hey, wo ist das Kaninchen hin? Weg. Es ist weggelaufen, es hatte keine Lust mehr. Da. Ich brauche einmal noch Rabbit Fur, damit ich mir wahrscheinlich auch mal das herstellen kann. So, kann ich das mal mir holen, das Fur? Ja, ja, klar. Aber sag mal kurz mal die Pfeile ein, dass ich die nicht wegnehme. Nimm doch einfach das Rabbit Fur, bevor ich das gleich einsammle. Jetzt. Okay. Bitteschön. Oh boy. Danke. Okay, jetzt wird's kalt. Ja. Und wenn kalt, dann schmerzhaft. Wir können ja zu unserer alten Base gehen. Da ist ja, glaube ich, noch ein Feuer, oder? Die war jetzt nicht so weit weg, glaube ich. Jo, das einzige Problem, was ich mit der alten Base habe, ist halt dieses, dass wir die großen Viecher dann nicht besiegen können. Ja, die sollten jetzt ja nicht kommen am Strand. Ich glaube, die sind mehr im Forest drin. Weil ich glaube, die andere Base ist auch nicht gerade nah. Ich weiß nicht, ob unsere alte, also neue Base irgendwie näher dran ist. Ah ne, vergiss es. Hast du recht. Hab ich recht? Haben du recht. Aber auch selten. Ich
Vielleicht haben wir nämlich auch Glück und haben dann so einen Turtle, den wir uns also für den Wasserspeicher klar machen können. Erstens das und zweitens können wir uns dann vielleicht einen für Fleisch killen und ein bisschen was essen. Dann können wir uns einen Turtle hinter die Bände kippen, ey. Aber apropos Wasserspeicher, wir haben ja noch welche stehen. So, ich muss da jetzt auf jeden Fall rauf. So, das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. So, dann hau ich mal die Fresh. Ich hab so viel Zeug bei, das war alles spoiled. Fuck. Das hau ich mal drauf. Das hau ich mal drauf. Und das andere schmeiß ich mal lieber weg. So, kann ich ja so droppen. So, und du am besten auch eins von den Fleisch essen, damit wir ein bisschen was im Magen haben. Zwei sind drauf. Isst du erstmal das erste? Ab. Passt. Oh, das macht sogar den Magen komplett voll. Sehr gut. So, und jetzt ist die Frage, verspeichern können. Oder schlafen können. Ne, schlafen können wir noch nicht. Wir könnten versuchen, jetzt zurückzurennen. Können wir machen, dann let's go. Weil wir sind jetzt gestärkt, wir frieren zwar ein bisschen, aber... Ja, dass das Feuerzeug uns halt nicht wärmen kann, ne? Finde ich irgendwie ein bisschen... Oh boy. Wo? Keine Ahnung. Okay. Gut. Es klang aber schon fast so, als ob es unter mir gewesen ist. Ne, ich habe ihn gesehen, wie er weggerannt ist. Ah, der hat mich geschlagen. Da ist er. Tobi. Ja. Passt. Hast ja, du? Aber den hat man ja echt nicht gesehen. Ist ja auch dunkel. So ein Arschkeks. So, weiter geht's. Also die Taktik mit dem, dass einer irgendwie so gefühlt tankt und der andere dann drauf schießt, ist gar nicht mal so uneffektiv. Du kannst definitiv besser mit Pfeil und Bogen umgehen. Und machst auch besser Headshots, deswegen ist es gar nicht mal so schlecht, wenn ich die auf mich einprügeln lasse. Oh boy. Und du dann einfach draufballerst. Ich gehe, glaube ich, außen um anstatt durchs Wasser. Ich friere mir auch so schon einen ab. Das Wasser ist angenehm warm. Komm doch dazu. Also ich habe gerade Pipi reingemacht. Ach deswegen. Das erklärt einiges. Du bist um einiges schneller.